Ja, hallo und willkommen zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Tja, wir wollen heute ein wenig weitermachen und sind immer noch hier in Havanna. Tja, dann gucken wir doch mal, wo wir nun hin müssen. Einmal ab. Dort hinten. Dann gehen wir mal weiter über die Dächer. Das ist eine schnelle Reisemethode. So Luftlinie und so. Tja. Da habe ich, glaube ich, was gesehen. Ja. Da ist nämlich jemand hoch. So. Da sind wir wohl unbemerkt geblieben. Wir müssen in diese Richtung weiter. Tja. Da geht's auch gleich weiter in die Richtung von der Mission. Wir sagen mir nun noch ein, zwei, drei weitere Adams. Tja. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr herzlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind da. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse? So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht. Hm. Zu viele Komplikationen. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ah, das war der Plan. Als ob ich ihn nicht gesehen hätte. Ich mag diesen Weg nicht, Horace. Zu ungedeckt. Ja, stimmt das nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Wir dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch kostet. Von oben hat man immer eine gute Sicht, aber ich sehe hier auch keine. Assassinen! Da oben! Die sind auf den Dächern!
können überall sein. Tja. Für Assassinen, Assassinen. Tja. Tja, ein bisschen unübersichtlich hier. Was für ein Hönner. So. Den von oben anspringen. Na, das ist ja wieder Arbeit. Ach, toll. Gut, nehmen wir den Weg. So, markiert. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Tja, das war ein Fail. Oder ich schieß dir ins Knie. Ist er runtergefallen oder was? Oh Mann. Das ist ja mal... eigentlich richtig schlecht. Oh Mann, den kriege ich aber gar nicht so, wie ich ihn will. Der läuft ja, glaube ich, auch nicht ewig weg. Vor allem, wie soll ich den denn von oben anspringen? So, jetzt aber. Ja, ja, schon klar. Nein. Ach Mann. So. Markiert. Und voraus geht's. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Ja, ja, beim Laufen Rahmen drücken, ist mir schon klar. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Tja, bei weitem wieder nicht das, was ich wollte. Das ist doch einfach nur Shit. Oh Mann. Dieses von oben anspringen geht auch gar nicht, weil ich die Option nicht kriege. Muss ich richtig nah für sein. Ich will ihn ja auch noch rammen und nicht gleich... Tsching! Dort. Was ein Sprung. Was für ein Sprung, ey.
Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Tja, das war die erste Mission und... 90-100% erreicht. Tja, ich finde die Mission eigentlich einfach, nur dieses Anspringen von oben finde ich immer ein bisschen doof. Und das war wohl gerade auch sehr knapp, so wie das aussah. Wir haben ihn schließlich nur gerade so knapp vor knapp bekommen. Tja, dahinter geht das weiter. Ach, die Stelle kenne ich. So, hopp, hopp. Hier rum. Tja, da ist eine Truhe. Die nehmen wir mit. Tja, 12 noch. Das war jetzt ein Stück unnötig eigentlich, aber okay. Gut. Bevor der noch Probleme macht. Autsch. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht. Tja, hier aber. Mann, ich stelle mich über euch. Ich bin nämlich Assassine, ihr Kottenträger. So. Hier rum. Einmal hoch. Tja. Das ist ein deutsches Gebiet. Kennen wir ja schon. Dort waren wir ja auf einem Auftakt. Also wir waren eingeladen. Danke, du Lampen. Danke. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Ja, viel Spaß. Dann trinke ich dann nämlich auch noch. Na gut. Tja.
glaube, das war der erste von Missions Ziel. Wir sollen irgendjemanden aufspüren. Ich sehe hier noch nichts. Ja, dann warten wir doch mal, bis der da wiederkommt. Und dann schnappen wir ihn uns auch. Ja, da er uns nicht in die Reichweite kam, pfeifen wir halt einfach nach ihm. Nicht den Kämpfe verwickeln lassen. Das kriege ich, glaube ich, hin. So. Da ist eine Truhe. Die würde ich eigentlich gerne auch mitnehmen. Die Frage ist nur diese eine Wache, die dort ist. So. Optional ist Ziel 1 fertig. Damit hätten wir den wohl gefunden, auch wenn ich gerade nur Gebüsche sehe. Tja. Dann warten wir doch mal, was jetzt so passiert. Ja, inzwischen haben wir 1000 Reais. Dort sind zwei, da ist einer. Den hätten wir jetzt mal angelockt. Der kommt und durchsucht jetzt diesen unverdächtigen Haufen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, weil ich in dem Gebüsch war. Oh Mann. Ich muss das nochmal neu machen, nur weil er mich jetzt so richtig low entdeckt hat. So richtig low. Wo ich nicht mal was für kann. Ehrlich, kann man immer so Attentate daraus machen. Da kommt eine Wache, die nichts weiß. Nochmal freundlich begrüßt. Der Schütze steht jetzt da oben bei uns. Aber ansonsten ist da gerade eigentlich alles frei. Ja, der Schütze geht gerade weg. Ja, das hat niemand gesehen. Niemand vermisst den. Nein, ihr habt mich nicht gesehen. Ihr sucht nicht nach... Ich bin nicht der Druide, den ihr sucht. So, die laufen da einfach wieder weiter runter. Du, da gehst wieder weg. Dann rot. Nein, hier ist nichts. Komm, kusch, kusch. Jetzt guckt der Typ da. So. So, dann können wir uns noch mal hier so, klettern wir noch mal nach dort. Na, jetzt kommt wenigstens die eine Wache schon mal. Mann, das war gerade ganz schön knapp. Was ist denn heute los mit mir? Naja, okay. So.
Tja, einfach drüber geschossen. Tja, okay, die hab nicht ich gekillt. Da muss ich sagen, ich bin unschuldig. Die war ich auch nicht. Ich war ganz vorsichtig draußen unterwegs. Basta ja! Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Er kaputt, Piso. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen! Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch! Ich hab euch doch eure Schätze gebracht! Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Tja, das Kurzentdecken hat wohl leider wenig was versaut. Tja, das ist schade, das heißt, ich werde es nochmal ordentlich ein wenig anders spielen, sodass ich nicht entdeckt werde. Und ja, mal gucken, wann ich das denn mache. Ist nämlich schon ein Stück ärgerlich. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nicht zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Der hat sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet? Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Tja, und damit sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal, was Assassin's Creed angeht. So, hier auf Uncut könnt ihr nicht nur weitere Let's Plays sehen von The Walking Dead, Mass Effect und die Playlist von Assassin's Creed auf der rechten Seite, sondern ihr könnt auch immer mitbekommen, wenn ich ein neues Video hochlade. Einfach, wenn ihr auf Abonnieren klickt oder ihr klickt auf mein Profilbild. Dort könnt ihr dann natürlich noch geplante Let's Plays sehen. Und sollte was dabei sein oder ihr noch Wünsche habt, vielleicht soll ich ja irgendein Tutorial machen zu irgendeinem Game, was ich habe oder was ich geplant habe, schreibt mir das doch einfach mal. Ich würde mich sehr freuen. Über sämtliches Daumen hoch, runter, irgendwelche Kommentare bei Facebook, Twitter oder Google Plus für die, die das gerne benutzen möchten. Ja, dann bedanke ich mich und wünsche euch ein schönes Wochenende, so wie mir. Bis zum nächsten Mal bei Taiwas LP.